Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zum vierten Tag meines Halloween-Countdowns. Heute möchte ich euch ein paar Bücher zeigen, die für Leute wie mich geeignet sind, die sich zwar so ein bisschen gruseln wollen in der Halloween- und Herbstzeit, aber nicht zu viel. Denn ich muss zugeben, ich gucke zwar gerne zum Beispiel Horrorspiele, auch Let's Plays und sowas, ich spiele die aber auch nicht selber. Horrorfilme kommt halt drauf an. Und bei Büchern ist es ähnlich. Also ich mag nichts, was mich zu sehr gruselt. Und daher habe ich mal ein paar Bücher rausgesucht, die eher so ein bisschen schaurige Atmosphäre hervorrufen, so einen kleinen Schauder den Rücken runterlaufen lassen, aber jetzt nicht so arg sind, dass man am liebsten nachts mit Licht schlafen möchte. Und ich habe eine kleine Liste für euch zusammengestellt und bin gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, was so eure Bücher sind, die ihr für so Leute wie mich empfehlen würdet. Oder ob ihr eher so der Typ, ich lese lieber Horrorschocker seid. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem ersten Buch an. Und zwar ist es von einer meiner, ich würde inzwischen schon fast sagen, liebsten Autorinnen, nämlich von V.E. Schwab. Und das ist Gallant. Gallant ist ja auch vor einer Weile auf Deutsch erschienen. Ich glaube, das hat ein etwas anderes Cover, wenn es mich nicht ganz täuscht. Das hier ist eine der englischen Ausgaben. Und hier begleiten wir ein junges Mädchen. Und dieses junge Mädchen, Olivia Pryor, hat ein, sagen wir mal, etwas tristes Leben. Sie lebt in einem Waisenhaus, denn sie hat vor Jahren sowohl ihre Mutter als auch ihren Vater als auch ihre Stimme verloren. Das macht ihr natürlich nicht ganz so einfach, denn gerade dort wird ihr immer wieder erklärt, dass sie ohne ihre Stimme wahrscheinlich nie Erfolg haben wird, irgendwann mal eine Anstellung zu finden oder irgendwie in der Gesellschaft ankommen zu können. Bis eines Tages ein Lichtblick auf sie zukommt. Denn ein Brief erreicht das Waisenhaus, in dem sich ein Verwandter von Olivia meldet, von dem sie gar nicht wusste, dass es den gibt, ein Onkel von ihr. Und er lädt sie ein, auf das Familienanwesen Gallant zu kommen. Dort angekommen merkt Olivia aber schnell, dass dieser Brief augenscheinlich eine Weile gebraucht hat bis zu ihr, denn dieser Onkel ist schon tot. Außer den Hausangestellten und anderen Familienmitgliedern ist eigentlich gar keiner mehr da und die sind auch nicht ganz so glücklich darüber, dass Olivia dort auftaucht. Doch als sie dann dort in Gallant bleibt, werden ihr ein paar Regeln auferlegt. Nämlich, dass sie niemals nachts in den Garten gehen soll und dass sie niemals sich auf die andere Seite der Mauer in diesem Garten begeben soll, egal zu welcher Tageszeit. Warum das so ist und welche Geheimnisse das Anwesen noch so birgt und ihre ganze Familie, das erfahren wir in diesem kleinen, doch recht dünnen Büchlein, das meiner Meinung nach eines der jugendlicheren Werke von V.E. Schwab ist und daher auch ein klein bisschen was für jüngere Leser ist, aber dennoch ganz gut sich als Erwachsener lesen lässt. Denn ich fand es eine wunderbar schaurige Atmosphäre in diesem Buch und Gallant ist so wie so ein verwunschenes Haus und man fühlt sich so, als würde man mit Olivia die einzelnen Winkel erkunden und so langsam den Geheimnissen auf die Spur kommen. Was auch sehr schön ist, ist, dass es in dem Buch ein paar Illustrationen gibt, die ein bisschen mit Olivias Geschichte zusammenhängen. Und ich mag ja sowieso so Stories, wo Häuser drin vorkommen, die so eine interessante Atmosphäre mit sich bringen. Also diese ganzen Haunted House Stories quasi. Ich glaube, hier werden wir auch noch ein paar auf der Liste finden. Und deswegen ist Gallant meine erste Empfehlung für euch. Die zweite ist wohl wahrscheinlich auch eher noch im Jugendbuchbereich anzusiedeln, beziehungsweise so im etwas älteren Jugendbuchbereich, junge Erwachsene. Und zwar ist das The Wicked Deep von Shea Earnshaw. Das Buch ist auch im Deutschen inzwischen erschienen beim Festa Verlag. Ich habe leider den Namen auf Deutsch vergessen. Ich schreibe den euch unten mit in die Infobox, wo ich die Bücher erwähne. Und das hier ist so eine Sammelausgabe im Englischen mit einem anderen Roman von ihr, nämlich Winterwood. Den habe ich bisher noch nicht gelesen, den hebe ich mir jetzt wirklich für den Winter auf. In diesem Buch verschlägt es uns in eine Küstenstadt,
in der es eine alte Legende gibt, nämlich die von drei Hexen, die vor über 200 Jahren in Sparrow ermordet wurden. Sie wurden ins Meer geworfen und für Hexerei umgebracht. Nun ist es so, dass jedes Jahr zu einer kurzen Zeit im Sommer die Hexen quasi wieder auftauchen und junge Männer ins Meer locken. Dabei stehlen sie quasi die Körper von drei jungen Frauen und nutzen diese als Wirte, um die jungen Männer eben zu verführen und in Richtung Meer zu bekommen, damit sie quasi unvorsichtig werden. Doch in diesem Jahr ist alles ein bisschen anders. Junge Penny hat eigentlich schon vor Jahren das Schicksal dieser Stadt akzeptiert. Doch diesmal möchte sie es nicht so ganz, denn ein junger Mann taucht auf. Bo kommt dort in dieser Stadt an und sucht eigentlich nur nach Arbeit und weiß eigentlich gar nicht, auf was er sich dort einlässt in dieser Stadt in dieser Zeit. Und Penny versucht ihn irgendwie zu schützen. Doch dann kommt es wieder zu diesen Ereignissen und die Schlinge zieht sich quasi zu um die beiden. Dieses Buch hat mich ja ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurückgelassen und ich muss sagen, das kommt hier auf diese Liste, weil, glaube ich, gerade diese gemischten Gefühle es sind, warum ich sage, es ist schon ein bisschen gruselig. Denn dieses Spiel der Hexen, dass sie junge Mädchen besetzen und als Wirte benutzen und das halt auch ohne ihren Willen und ohne ihr Wissen, ist schon ziemlich krass, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Und andererseits ist dieses Buch aber wirklich so geschrieben, dass es einen so ein klein bisschen süchtig macht. Also ich konnte es kaum weglegen. Ich habe das wirklich durchgesuchtet und ich fand es so interessant gemacht und dann blicke ich drauf zurück und weiß eigentlich gar nicht, was genau mich so fasziniert hat an diesem Buch. Es war wie so ein Sog, man wollte wissen, was da drin passiert. Manche Dinge konnte man vorher ahnen, das stimmt, aber andererseits mochte ich diese Atmosphäre so gern. Dieses Städtchen dort, das dort schon in Angst lebt, die Jugendlichen, die es teilweise so ein bisschen als Mutprobe nehmen, näher ans Wasser zu gehen, dort Partys zu feiern und ihren Sommer trotzdem zu genießen, aber auch Penny und Bo, bei denen man beiden nicht so ganz weiß, ob sie denn Geheimnisse haben oder ob sie hier wirklich mit offenen Karten spielen. Mir gefiel es ganz gut und ich könnte mir vorstellen, für den einen oder anderen von euch könnte das auch was sein. Dann bleiben wir gleich mal bei einem Buch, das in einer kleinen Stadt am Wasser spielt, nämlich Secrets So Deep von Ginny Meyer-Sainz. Das ist das zweite Buch von ihr und eigentlich hätte ich auch das erste Buch Dark and Shallow Lies von ihr hier in die Kamera halten können, aber über das Buch habe ich schon so häufig geredet, dass ich mir denke, ich zeige euch mal das Neue von ihr, das dieses Jahr erschien. Und in diesem Buch folgen wir der jungen Avril. Avril hat vor 12 Jahren ihre Mutter verloren bei einem Unglück in der kleinen Stadt Whisper Cove, die eigentlich dadurch bekannt ist, dass sie ein recht bekanntes kleines Theater hat, das von einer sehr berühmten Schauspielerin geführt wird. Jedes Jahr im Sommer findet dort ein Sommercamp für angehende Schauspielerinnen und Schauspieler statt, die ein Stück aufführen, das eben diese Schauspielerin geschrieben hat und die coacht sie dort und es ist sehr beliebt und berüchtigt und Avril ist selber Schauspielerin, möchte eine werden und sie hat sich in den Kopf gesetzt, nach Whisper Cove eben zurückzugehen, obwohl dort ihre Mutter verunglückt ist. Ihr Vater ist damit gar nicht so einverstanden, aber sie geht trotzdem. Und Avril möchte aber gleichzeitig auch etwas über ihre Mutter erfahren und erhofft sich dort so ein bisschen Antworten auf ihre Fragen. Sie kommt dorthin und muss feststellen, dass Whisper Cove ein paar Legenden hat. Nämlich die von Geistern, die im Meer wohnen und Menschen ins Meer locken, aber auch von Stimmen, die aus dem Nebel rufen und Menschen in die Irre leiten und auch den Spruch, den es dort in der Gegend gibt, nämlich das Meer bekommt immer, was es will. Und es heißt, das Meer wollte ihre Mutter. Avril glaubt aber nicht an Geister und nicht an diese Geschichten, aber sie merkt, dass Menschen und Orte auch von anderen Dingen heimgesucht werden können, wie zum Beispiel von der Vergangenheit. Und Avril entdeckt immer mehr auch Erinnerungen an die Zeit, in der sie damals mit ihrer Mutter dort war, als sie verunglückte. Und was genau damals geschah und wie das jetzt mit Avrils Gegenwart zusammenhängt, erfährt man in Secrets So Deep.
Ich mochte dieses Buch wieder sehr gern. Ginny Meyer-Sain schafft es, eine interessante Atmosphäre heraufzubeschwören, eine, die immer so ein bisschen unterschwellig bedrohlich wirkt und die aber andererseits das Setting immer sehr lebendig vor den Augen des Lesers erscheinen lässt. Und das hat sie auch hier wieder sehr gut bewiesen. Und mir gefiel das zweite Buch genauso gut wie das erste. Und ich freue mich schon auf das dritte Buch von ihr, was im nächsten Jahr erscheint. Also zumindest ist es da auf Englisch angekündigt. Ich hoffe, dass es dann auch recht bald wieder auf Deutsch erscheint. Und dann hoffentlich auch wieder bei Panini. Denn ich habe hier eine Autorin für mich entdeckt, die definitiv zu einem Must-Read für mich wird. Also sobald das neue Buch erscheint. Und wie gesagt, ich hoffe wirklich dann auch auf Deutsch. Denn ich habe die anderen beiden auch auf Deutsch hier. Das heißt, ich hätte gern auch das dritte so. Wenn nicht, werde ich dann aufs Englische umschwenken. Aber ich kann euch die Bücher von ihr wirklich ans Herz legen. Schaut die euch mal an. Ich mochte es sehr gerne. Es spielt zwar eher so im Sommer, auch das andere, aber von der Atmosphäre her ist es definitiv auch jetzt für die Herbst- und Halloween-Zeit geeignet. Dann habe ich ein Buch, was eigentlich schon fast zu einem Klassiker in dem Bereich zählt, nämlich Wir haben schon immer im Schloss gelebt von Shirley Jackson. Erschienen ist das Ganze im Fester Verlag und wir treffen hier auf die junge Mary Cat, die mit ihrer Familie zusammen in einem Schloss lebt, also beziehungsweise in einem großen Anwesen. Doch von ihrer Familie sind nicht mehr viele übrig, nur noch ihre Schwester Constance. Ja, sie heißt Constance, ich will immer Cassandra sagen, ich weiß auch nicht warum. Und ihren Onkel Julian, der im Rollstuhl sitzt. Alle anderen Mitglieder ihrer Familie wurden vergiftet. Die Öffentlichkeit denkt, dass Constance ihre Familienmitglieder vergiftet hat. Und sie wurde aber freigesprochen. Dennoch lassen die Leute im Ort kein gutes Haar an den Blackwoods. Das ändert sich auch nicht, als ihr Cousin Charles auftaucht, der auch eher niedere Beweggründe hat, dort überhaupt hinzukommen, denn Charles erhofft sich, dass er irgendwie an den Inhalt des Familiensafes kommt. Mary Cat findet es gar nicht gut, denn sie kann Charles nicht leiden und tut jetzt alles in ihrer Macht Stehende, um das Schloss und die verbliebenen Familienmitglieder zu schützen. Und was dabei passiert und was eigentlich mit den restlichen Familienmitgliedern passiert, das erfahren wir alles in diesem kleinen, doch recht dünnen Büchlein. Und eigentlich wird auch immer gesagt, es steht auch hinten drauf, dass Shirley Jackson zum Beispiel die Queen of Horror ist. Und ich muss sagen, wenn Horror so ist, dann gefällt er mir auch. Denn das ist so ein ruhiger Horror, würde ich schon fast sagen. Also es ist psychologisch sehr gut gemacht, es ist schaurig, man möchte wissen, was los ist und die Autorin spielt ein bisschen mit einem und die Atmosphäre ist einfach grandios. Und es hat auch so einen kleinen Mystery-Aspekt drin, in dem man halt herausfinden möchte, was auch mit der Familie dort passiert ist. Und daher kommt dieses Buch hier auf die Liste und es passt halt grandios in die Herbst- und Halloween-Zeit. Genauso wie das nächste, ebenfalls im Fester Verlag erschien. Ich merke gerade, dass hier doch recht viele Fester-Bücher drauf sind. Ich musste ja vor einer Weile feststellen, dass Fester eben nicht nur sehr starke Horror-Schocker macht, ich nenne es jetzt einfach mal platt so, sondern eben auch Horrorbücher für Leute wie mich. Und zwar gibt es beim Fester Verlag eine Autorin, die inzwischen auch schon, glaube ich, mit 3 oder 4 Büchern dort vertreten ist, die ebenfalls so in diese Richtung geht, nämlich Laura Purcell. Ich habe hier Die stillen Gefährten, das ist auch bisher das einzige Buch von ihr, was ich gelesen habe. Das ist eine viktorianische Geistergeschichte und in dieser treffen wir auf die junge Elsie, die sich ein Leben in Luxus erhofft hat, nachdem sie den reichen Rupert geheiratet hat, einen Gutsbesitzer. Und Rupert verstirbt aber kurz nach ihrer Hochzeit. Das heißt, Elsie ist wenige Wochen nach der Hochzeit schon Witwe und zu einem Überfluss ist sie auch noch schwanger. Das heißt, sie muss alleine in dieses Anwesen ziehen, nur unterstützt von der ungeschickten Cousine ihres toten Mannes und umgeben von Dienern, die ihr gegenüber sehr, sehr reserviert sind. Außerdem ist dieses Haus ein bisschen gruselig, denn es scheint so seine Geheimnisse zu haben. Unter anderem eine verschlossene Tür, die wahrscheinlich auch besser verschlossen geblieben wäre. Elsie findet hinter dieser Tür ein mysteriöses Tagebuch, das sehr alt ist und das sonderbare Vorkommnisse beschreibt und eine lebensgroße Holzfigur.
eine stille Gefährtin. Was es mit denen auf sich hat, erfährt man hier in diesem wunderbaren Büchlein. Und ich muss sagen, ich hatte zwar ein bisschen Anfangsschwierigkeiten mit dem Buch, aber dann hat es mich doch ziemlich gepackt. Und durch dieses Setting in diesem interessanten Haus, durch diese abgeschlossenen Raum schon fast und durch diese wenigen Personen hat es ein bisschen was von dem gruseligen Kammerspiel, und auch die Tagebucheinträge, die eingestreut werden, tragen einfach zur Spannung bei. Und deswegen würde ich sagen, für jeden, der so viktorianische Gruselgeschichten mag, könnte dieses Buch von Laura Purcell definitiv etwas für diese Zeit sein. Und dann habe ich noch drei Bücher für euch, die schon ziemlich unterschiedlich sind, aber die meiner Meinung nach hier nicht auf dieser Liste fehlen dürfen. Und das erste ist ein Buch zu einem Film. Und zwar ist es Das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke, geschrieben nach der Geschichte von Guillermo del Toro, zu dem gleichnamigen, also fast gleichnamigen Film Pans Labyrinth. Der dürfte wahrscheinlich vielen von euch sowieso ein Begriff sein. Das heißt, ihr wisst, worum es in diesem Buch geht. Es ist das Buch über Ophelia, die in Spanien 1944 eine ziemlich schlechte Zeit durchmacht, die mit ihrer Mutter zusammen in ein abgelegenes Dörfchen an einem Wald zieht, mitten im Krieg, und zu ihrem neuen Stiefvater, der mit seiner Truppe dort stationiert ist. Und Ophelia versucht, vor ihrem realen Leben quasi zu fliehen. Sie geht auf immer ausgedehntere Streifzüge durch den Wald, und dort trifft sie irgendwann auf einen Faun. Und dieser macht ihr ein Angebot. Wenn sie drei Aufgaben besteht, wird sie Prinzessin eines magischen Reiches. Und natürlich kann Ophelia dem nicht widerstehen. Was da passiert, die meisten werden es wahrscheinlich wissen, und wir erfahren es aber auch nochmal in diesem Buch. Und dieses Buch ist aber nicht nur eine komplette Niederschrift des Films, sondern Cornelia Funke hat zusätzlich zum dem Material, was vom Film schon vorhanden war, von der Geschichte, noch weitere kleine, fast schon Kurzgeschichten geschrieben über Personen bzw. Charaktere, die in dieser Geschichte vorkommen. Ein bisschen Hintergrundgeschichte noch zusätzlich dazu gesponnen. Und ich finde, gerade die macht das Buch noch ein bisschen zu was Besonderem. Und bitte lasst euch nicht von diesem etwas kindlicheren Cover abschrecken oder davon, dass es beim Fischer Verlag erschienen ist und ganz häufig in der Jugendbuchabteilung zu finden war, aus welchen Gründen auch immer. Denn ich finde, da hat es absolut nichts zu suchen und wurde dadurch auch vollkommen falsch vermarktet und ist, glaube ich, auch an die falsche Zielgruppe irgendwie gegangen. Und ich mag den Film schon ziemlich gerne, was erstaunlich ist, weil, wie gesagt, Horrorfilme sind ja eigentlich nicht so ganz mein Ding. Daher war aber klar, dass mir das Buch auch gefallen wird, und das hat es. Und Cornelia Funke hat hier drin auch schon ihren eigenen Stil wieder bewiesen. Dieses Märchenhafte, das sie sehr, sehr gut rüberbringt, ist auch hier zu finden. Aber es ist eben sehr düster und auch teilweise wirklich nichts für schwache Nerven. Dann habe ich andererseits ein Buch, das schon eher in die skurrile Richtung geht und ein bisschen Humor auch mit sich bringt, aber auch wieder doch recht schaurig sein kann. Nämlich eins von einer Autorin, die ich letztes Jahr für mich entdeckt habe und von der ich noch sehr viel mehr lesen möchte, nämlich von T. King Fisher. Das ist Nettle and Bone. Erschienen ist das Ganze auch auf Deutsch im Eichborn Verlag unter dem Namen Wie man einen Prinzen tötet. Über diesen Titel kann man sich streiten. Eigentlich ist er recht wahr, aber ich hätte einen anderen gewählt. Es geht hier um die junge Mara, die die dritte Tochter eines Königspaares ist. Ihre beiden älteren Schwestern wurden an ein und denselben Prinzen verheiratet, nicht gleichzeitig, denn die erste Schwester ist kurz nachdem sie verheiratet wurde an diesen Prinzen des Nachbarreiches gestorben. Unter mysteriösen Umständen. Und jetzt die zweite Schwester ist dann danach an diesen Prinzen verheiratet worden, denn die Eltern müssen unbedingt das Königreich schützen, da sie nur ein kleines Königreich sind und das andere ihnen Schutz bieten kann vor den anderen rivalisierenden Königreichern ringsrum. Nun ist es aber so, dass es ihrer älteren Schwester auch sehr, sehr schlecht zu gehen scheint. Und Mara wurde ins Kloster gesteckt und hat davon eine ziemliche Weile nichts mitbekommen.
Und als sie das dann aber bemerkt, wie schlecht ihre Schwester dort behandelt wird, möchte sie sie da unbedingt rausholen, damit sie nicht noch eine Schwester verliert. Und so macht Mara sich auf den Weg, eine Hexe zu suchen und ein Gegenmittel quasi gegen diesen Prinz. Und wenn es eben darin gipfelt, dass er um die Ecke gebracht wird. Und so macht sich Mara auf den Weg und trifft dann auf eine Hexe, die ihr drei ziemlich unlösbare Aufgaben zu stellen scheint, um dann halt ihre Hilfe anzubieten. Mara soll einen Hund aus Knochen bauen, einen Mantel aus Nesseln weben und Mondlicht in einem Glas fangen. Ob Mara das schafft und wie die Hexe ihr helfen kann, sie aus dieser Situation zu befreien, beziehungsweise eigentlich ihre Schwester aus dieser Situation zu befreien, das erfahren wir in diesem doch recht kurzen Büchlein. Und ich muss sagen, gerade das ist es auch, was mich an T. Kingfisher wirklich sehr fasziniert. Sie schafft es, sehr gute Geschichten, ziemlich runde Geschichten, für mich persönlich zumindest, in ziemlich kurzer Zeit zu erzählen. Gerade Nettle and Bone hat mich wirklich beeindruckt. Ich fand diese Welt düster, märchenhaft. Es gibt auch zwei mehr oder minder tierische Sidekicks hier drin, die wirklich mein Herz erobert haben. Wenn ihr tierische Sidekicks nicht so mögt, dann könnte das Buch vielleicht nichts für euch sein, aber ich war sehr verliebt in die beiden. Und ich mochte einfach die Atmosphäre, die sie hier hervorgerufen hat. Dieses leicht düstere, aber dennoch irgendwie humorvolle und skurril absurde. Es hat einfach Freude gemacht. Und ich fand es auch sehr toll, dass Mara eine junge Frau ist, die wirklich auch an ihre Grenzen stößt, die nicht sofort immer eine Lösung parat hat, die Gefährten braucht, um das hinzubekommen und die hier keine Superkräfte auf einmal entwickelt oder irgendwas wahnsinnig Besonderes ist. Sie ist einfach sie selber. Und das mochte ich sehr gern. Und daher kommt dieses Buch auch unbedingt hier auf diese Liste. Und das letzte Buch, was ich für euch habe, ist wahrscheinlich auch das schönste Buch auf dieser Liste. Und zwar ist es das Zwielichtkaleidoskop von Christian von Aster. Das ist eine Horror-Anthologie, das heißt eine Kurzgeschichtensammlung. Das hier ist diese wunderbare limitierte Schuber-Ausgabe aus dem Buchheim Verlag. Ich hoffe, sie ist noch verfügbar. Ich weiß es nämlich leider nicht. Und ich packe die euch mal ganz fix aus, denn das ganze Buch ist nämlich einfach total schön. Das hier ist das Cover unter in dem Schuber quasi. Es ist ein nacktes Hardcover. Und die Illustrationen in dem Buch sind von Jaya Pix. Und sie hat zu jeder Geschichte quasi ein eigenes Cover gemacht, eine eigene großflächige Illustration, die hier in diesem Buch enthalten ist. Und die sind einfach so, so, so schön anzuschauen, dass ich bin jedes Mal aufs Neue fasziniert, wenn ich dieses Buch aufschlage. Und sie passen auch sehr gut zu den Geschichten. Hier ist alles Mögliche vertreten, also wirklich von ziemlich starken Horror bis doch eher leicht und auch mit fantastischen Anteilen, aber eben auch menschlicher Horror. Und Christian von Aster beweist hier einfach wieder seine Vielseitigkeit und das allein in einem Genre. Und dass ich die Bücher von Christian von Aster liebe, das wisst ihr inzwischen alle. Aber ich konnte es mir nicht nehmen lassen, wenn ich schon eine Horror-Anthologie von ihm hier habe, sie auch in einem dieser Videos hier unterzubringen. Und dieses hier ist genau dafür geeignet, denn hier sind auch wirklich Geschichten dabei, die eben auch für jemanden wie mich geeignet sind, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Horror liest und die sie einfach nur manchmal ein bisschen gerne gruseln möchte. Ich habe noch nicht alle Geschichten gelesen, aber die meisten kenne ich eben schon von Lesungen. Und daher musste dieses Buch auch mit auf meine Liste und alleine auch nur, um zu zeigen, wie schön das Ganze ist. So, ihr Lieben, das war's dann schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von dieser Liste haltet und ob ihr davon Bücher schon kennt oder ob was davon bei euch auf die Wunschliste gewandert ist. Ich freue mich, von euch zu lesen und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder in dem nächsten Video meines Halloween-Countdowns. Bis dahin, tschüss!